So, und nach der Raubtierfütterung sind wir wieder dabei. Raubtierfütterung? Ja, es war eine Raubtierfütterung. Katzen sind Raubtiere. Eigentlich. Salem, ja. Salem ist da eigentlich größtenteils mal von ausgenommen. Der würde nicht mehr geschenkt was jagen. Nicht mehr, wenn es direkt tot schon vor ihm liegen würde. Oder dann gefesselt. Dann ist er eine Ausnahme. Er ist die größte Ausnahme gibt. Er hat ja sogar Angst vor Vögeln. Weißt du, das ist mal ungewöhnlich. Weißt du, wenn man draußen ist mit ihm und man sich so denkt, ach ja, ne? Also mal ein bisschen Luft und kann sich mal ein bisschen entspannen. Ne? Vielleicht sieht er ja ein paar Vögelchen. Ja, interessiert ihn nicht. Er hat Angst davor. Er sieht einen Vogel und rennt sofort wieder rein. Ui, ich habe hier noch eine Spezialschallplatte gefunden. Toll, ist sie wieder weg. Ja, weil du... Weil ich ins Wasser gefallen bin. Ja. So, jetzt muss ich hier diese Jump'n'Run-Einlage machen. Uah! Oh, Salem! Ich hab dir extra Essen gegeben, damit du hier nicht herkommst. Und was tust du? Du kommst hierher. Ich sehe deinen Schwanz. Kannst du ihn nicht verstecken? Salem. Oh, komm her. Heute noch. Oh Mann. Ach, Salem. Willst du den? Musetiger. Musetiger? Ja, er reibt seinen Kopf die ganze Zeit am Schreibtisch. Die Kante ist auch schon relativ abgeschabt. Also eigentlich war das mal eine richtige Kante. Jetzt ist sie rund. Okay. Oh, ich habe wieder mehr Steinchen als du. Was hast du? Ich habe mehr Steinchen als du gesammelt. Das ist ja nichts Unnormales, ne? Stimmt. Was machst du denn da? Ja, warte, das ist ein Moment. Nein, weil deine Figur da gerade so ein komisches, eine komische Bewegung von sich gegeben hat. Hier. Ja, kommt her, mein Steinchen, kommt her. Das ist mein eigen. Mein Schatz. Ja, so ungefähr. Nur falsches Franchise. Das war das Fantasy. Ja, ja, das schon. Falscher Film. Falsches Spiel. lass mich da hoch! Also wenn wir diesmal nicht den wahren Zauber kriegen, dann weiß ich auch nicht mehr. Doch, das sollten wir wohl irgendwie schaffen. Huch! Huch. Hoppla! Das Ding hat mich fast platt gemacht. Aber auch nur fast. Ja, ja. Na, geh weg, Dementor. Ich kann mich nicht gegen dich verteidigen. Das stimmt, das muss ich dann ja gleich machen. Aber ich will hier erstmal die Steinchen haben.
immer ich hier gerade fabriziere. Bin mir dessen noch nicht ganz bewusst. Okay, schon. Okay. Ah! Ich verstehe. Ich glaube, das musst du jetzt machen hier. Ja, ich bin hier gerade noch am Kloppen. Na toll, wahrscheinlich kriegen wir hier die letzten paar Dinger nicht. Da hinten, da sind noch Steinchen. Hier oben. Oh Gott, wir müssen erstmal das andere machen, bevor wir hier. Bevor ich hier noch einen ersten Fuck kriege. Ja! Ja, guck, da haben wir ihn doch. Dann kümmerst du dich da mal kurz um den Rest und ich kümmere mich hier um die. Wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme, gerne. Mir schon klar, aber. Ach so, da wo das blaue Steinchen ist, genau. Das musst du irgendwie kaputt machen. Ah. Lass mir mal Zeit mit dem letzten. Müssen wir zu zweit machen, weil ich muss das Ding hochheben. Oder okay. Einer muss es hochheben. Okay. Na, jetzt mal schon. Aber wie hat sie jetzt den Zauber jetzt hier? Was soll das denn, ey? So, jetzt aber hier. Los! Mal hier um den letzten Mönch. Den Snorbel. Bin nicht von. Yay! Wir sind gut. War ein leichter Schritt. Oh, wir haben das dritte Jahr gleich beendet. Ja. Oh, perfekt. Zeitumkehr freigeschaltet. Aha. Ist das ein Zauber oder? Weiß ich nicht. Nee, glaube nicht. Nö. Ach, wer weiß, wofür es gut ist. Bildchen. Huch. Ach, du grüne Neune. Ah. Nicht. Nein. Oh. Das ist so nervig, ne? So. Machen überhaupt. Ich will nur das Ding hier oben holen. Ja, weil der Fall da unten noch so nach unten zeigt. Ach so, Ach so, okay. So, das Ende jetzt quasi, ne? Ja, das ist das bittere Ende.
Was war denn mit dem Flügel da eben los? Ach, die Dementoren sind hier auch schon wieder. Hm. Die dürfen ja nicht fehlen. Das stimmt. Wäre ja auch zu einfach. Ja, drehen wir dann. Na. Ah! Hilfe! Ich bin in den Dementor reingerannt. Was machen die hier? Was haben die hier zu suchen? Ich weiß es nicht. Ah! Von dannen, von hinnen und nach links und rechts auch. Na. Warum machst du es denn nicht, Harry? Unglaublich. Mal Harry. Weißt du, steht er einfach nur und macht nichts. Das ist Harry, wie er lebt und lebt. Ja. Oh, yeah. Ja, eigentlich ja nicht, aber. Das dritte Jahr geht aber irgendwie sehr schnell vorbei. Ich glaube, die ersten zwei Jahre waren länger. Meine ich. Die hatten hier einfach keinen Bock mehr. Das kann auch sein. Aber, was mir jetzt gerade einfällt... Was denn? Wir müssen hier diese Lampen nochmal aktivieren, sodass sie sich drehen. Okay. Die da vorne hatte ich, glaube ich, schon. Bin mir aber nicht sicher. Ich guck nochmal nach. Weiß nicht, ob ich die hatte. Ja, okay, die hatte ja, ich dann. Doch, ja. Ja gut, den Schüler da unten können wir nicht retten. Dafür müssen wir durch die Tür. Das können wir aber noch nicht. Na gut, dann... Wow. So. Dementor. So, perfekt. Gesundheit. Was? Er hat die eine Statue da genießt. Irgendwie. Irgendwie. Perfekt. Ach, was hier. Nein! Sei froh, dass wir schon so viele Lieder gefunden haben. Das ist trotzdem nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Weil es mal nicht mir passiert ist. Ja, das ist, glaube ich, öfter mehr als Tier. Na, ich glaube, insgesamt passiert es mir öfter. Ja? Ja, ich glaube schon. Da bin ich ja fein raus. Natürlich. Nein! Oh Gott. Nein! Ach komm. Gut, mach so weiter und ich nehme es wieder zurück.
okay, die kommt immer wieder. Ja. Das, weil es halt gerade ziemlich am Ruckeln ist und ich nicht abschätzen kann. Okay, warte, dann wann sie springt und wann nicht, das ist okay, das warte, Problem. Okay, warte, dann lass mich das hier machen kurz. Ja. Was? Ach so. Ah! Ich verstehe die Logik. Da wird das Pflänzchen daran einfach abgefackelt. Ja, ja. Oh Gott, nein! Bleib einfach auf der einen. Wobei. Ah, ne, geht gar nicht. Ich muss ja das eine Ding da. Oder? Nee. Nicht selber doch mal runterfallen. Nein! Okay. So. In Entfernung abschätzen. Muss ich ja hinterherkommen oder nicht? Nee, du kannst da auch stehen bleiben, falls es zu sehr ruckelt gerade. Ja, tut das. Ich sage, du sollst stehen bleiben. Ja, ich bleib jetzt auch stehen. Ich gebe dir hier von hier aus mentale Unterstützung. Recht, Erwin. Nein! Okay, wahren Zauberer kriegen wir nicht mehr. Problem ist, ich sehe ja, halt. Zur Not machen wir es vielleicht einfach nochmal, ich weiß nicht. Wir müssen es sowieso nochmal machen irgendwann, wegen dem Schüler, der da in Gefahr war und den, ne, und so. Dann werden wir dann die Chance ergreifen. Du bleibst da hier gefälligst jetzt stehen, ne? Ja, ja. Reicht, wenn ich hier runterfalle? Bin ganz lieb, ich mach nichts mehr. So. Ein bisschen was einsammeln. Du bist gerettet. Yay! Von der Jump'n'Run-Aufgabe. Ja, zumindest erstmal. Das ist ja das Gute, dass man sowas auch allein machen kann. Kurz. So. Hallo? Ah! Das wurde verlangt. Oh Gott. Demento! Und hier schon mal der Kessel. Das. Wenn man denn. Ach so. Jetzt? Du musst damit irgendwie an den Baum. Ah. Stück für Stück was abpacken oder? Ach ne, das war nur ein Stück, okay. Ja, klar. Einfach mal ins Büro von der Wahrsager-Tussi einbrechen. Das ist doch was ganz Alltägliches. Ja, natürlich. Aber hier unten werden dann Fähigkeiten benötigt. Ah, okay, okay, okay. Das kann ich tatsächlich leider... Ah. Tatsächlich leider nicht das übernehmen. Definitiv nicht der beste Part. So, wollen wir mal gucken jetzt hier. Na. Zack, 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 zack. So, das ist nicht so schwierig. Yay. Okay. Nehme ich meine. Vielleicht wartest du hier lieber nicht, dass du hier nochmal runter... Okay. Oh Gott, ich sehe dich schon wieder runterfallen. Hoch geht wohl, aber dann... Also, vielleicht sollte man... Ah! Warum macht... Vorsicht!
Ja, Harry wollte gerade nicht trinken. Was willst du überhaupt ziehen? Da vorne. Ah. Ey, weißt du, ich drück genau auf die Viech, ne? Und trotzdem kriegst du es ab. Und die Pflanze. So. Ja, okay. Sag mal. Ja, sorry. Ach ja. Ausnahmsweise kann ich da mal gerade nichts für. Ach nö, Bossgegner oder was? Oh, das ist jetzt aber sehr ungünstig. Ja, ein bisschen. Ah. Hallo! Jetzt haben wir das hier da raus befördert und nun? Ich weiß es noch nicht. Gerade versucht ihr uns hier die Viecher vom Leib zu halten. Oh Gott. Oh, leck mich. Oh. Nein. So einmal nur noch. Ich weiß nicht, was das da jetzt auf sich hat, dass man das jetzt hier umdreht, aber ich weiß es nicht, aber mach so weiter. Ja, ich versuch's. Denn irgendwie. Da. Da haben's. Oh ja, 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 ja. Da freut sich der Sirius. Ja, in der Tat. Schneebettchen. 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 Und tschüss. Arrivederci. Au revoir. Das ist ja wie Zauberei. Ach nee, falscher Part. Ja. Falscher Teil. Ja, auch. Salem hat endlich die Fliege gefangen. Oder zumindest ist er auf der Jagd danach. Ja, Level abgeschlossen. Sehr schön. Dann gibt es ja nur noch die Endszene. Und... Ja. Jetzt im Shoppen. Oh nein. Yeah. Okay, ich lasse ihre Lache mal. Schlechte fortsetzen. Perfekt zum Partende. Ja, das stimmt. Ja, sind bei 23 Minuten. Naja, ganz lustig. Ja, wenn du meinst. Tschüss. Bye bye. Und tschüss. Zack, ist er. So, ja, der neue Besen. Feuerblitz. Glaube ich. Ja, ist klar. Blitzerfoto. Ja, nur wenn das schön ist. So. Es ist auch in Hogwarts so, da wirst du geblitzt. Das war's dann auch mit dem dritten Teil. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.